Der Schweizer. Von der Wiege bis zur Bahre füllt der Schweizer Formulare. Und der Deutsche macht es gleich zweimal. Tendenz eher zunehmend. All das sind Punkte, die optimale Unternehmer immer mehr und mehr stören. Hinzu kommt die Freiheit, die Freiheitsverluste, nebst der Administration die Gänge mit den Behörden, die dem Unternehmer auch immer mal wieder Steine in den Weg werfen. Dazu kommen aber auch finanzielle Aspekte, steuerliche Aspekte und einfach so eine Regierung, wo man als Unternehmer das Gefühl hat, man wird ausgehöhlt. So ging es mir persönlich definitiv immer mehr, gerade die letzten 2 Jahre. Und ich bin einfach der Überzeugung, wenn du nichts am System ändern kannst, und ich habe es probiert auf verschiedenen Ebenen, sogar politisch, und du immer wieder anstehst, dann nützt es wenig, wenn du dann weitermachst, sondern dann musst du dein Umfeld ändern, weil in deinem Umfeld kannst du am meisten bewegen für dich, aber auch für deine Kunden, Mitarbeiter und einfach auch deine Freunde und Familie. Und so habe ich mich entschieden, Plan B aufzubauen. Ich bin hier jetzt in Nordzypern aktuell, um mich weiter zu informieren und habe dazu eine spannende Persönlichkeit getroffen. Der Murat ist meine Vertrauensperson jetzt hier. Murat ist Künstler, aber nicht nur. Murat, schön bist du hier. Danke für deine Expertise, deine Erfahrung. Und erzähl doch mal, wie bist du hierhin gekommen als Künstler und ja, wer bist du? Also erstmal danke, Bruno, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich hier dir und deinem Auditorium vorzustellen. Mein Name ist Murat, Murat Yilandi. Ich bin ursprünglich Deutsch-Türke, so kann man es sagen. Ich bin in Deutschland die meiste Zeit meines Lebens. Ich habe die 50 schon lange hinter mich gelassen und davon über 50 Jahre auch in Deutschland gelebt. Genau genommen werde ich 53 dieses Jahr. Und bin seit kurzem hier auf Nordzypern, kurzem immigriert, muss man sagen. Ich beschäftige mich schon recht lange mit dem Thema Zypern im Allgemeinen. Ich kenne den Norden, ich kenne den Süden, ich kenne beide Seiten der Medaille. Und jetzt bin ich hier und ich hatte viele schlechte Entscheidungen in meinem Leben getroffen, sicher auch. Mit einer der besten Entscheidungen neben meiner Hochzeit mit meiner Frau war es tatsächlich, hierher nach Nordzypern zu kommen. Ich bereue bisher keinen einzigen Tag. Toll. Und du bist ja Künstler von Haus aus. Darf man das so sagen? Mit deiner Malstaffelei bist du hier? Ich würde nie so weit gehen, mich selbst als Künstler zu bezeichnen. Ich male, ich bin passionierter Maler. Ich male für mein Leben gern. Ich bin so im Abstrakten, im Zeitgenössischen, im Pop-Art-Bereichen unterwegs und bin auch tatsächlich damals mit der fixen Idee hierher gekommen, mit meiner Malstaffelei mich hier, ich will nicht sagen, mich zur Ruhe zu setzen, aber doch mich mehr mit meiner Passion zu beschäftigen. Ja, die Malstaffelei steht, seitdem ich hierher gezogen bin, in der Ecke. Die Farben sind wahrscheinlich schon lange ausgetrocknet, aber irgendwann kommt bestimmt die Gelegenheit dazu, dass ich mich auch mehr damit mal wieder beschäftige. Aber im Moment ist das eine viel zu spannende Zeit, um sich jetzt rein nur auf die schönen Dinge des Lebens oder die künstlerischen Dinge des Lebens zu konzentrieren. Ich bin ein vertrieblicher Tausendsasser. Ich bin in vielerlei Ecken unterwegs. Ich habe meine Passion ist es, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen zu arbeiten. Ich arbeite seit über 30 Jahren mit Menschen. Ich lebe von dieser Passion und gerade hier in Nordzypern lebe ich diese Passion voll aus. Okay, also du wolltest eigentlich hierher kommen, um auch etwas malen, etwas Zeit zu genießen. Jetzt sitzen wir hier in diesem wunderbaren Restaurant. Ihr seht es mit Meeressicht, perfektes Wetter. Es ist abends um 6 Uhr hier, wahrscheinlich 23 Grad, absoluter Hammer. Jetzt hast du Zeit, aber du hast zu wenig Zeit, um zu malen. Was machst du dann? Was hast du die letzten 6 Monate hier gemacht? Interessanterweise habe ich mich schon vor längerem für Nordzypern entschieden. Habe meine Zelte abgebrochen, das war letztes Jahr im November und war schon mal die Vorhut hier. Meine Frau ist einen Monat später nachgekommen, sie hat diesen ganzen Abmeldungszenobri. Ich bin also komplett, tutto completo aus Deutschland, aus Europa gestrichen. Ich bin immigriert, hierher immigriert und lebe seitdem ein Leben, was ich mir nie erdacht oder nicht mal in der Zeit, wo ich hierher herkommen wollte, nie gedacht hatte, dass ich dieses Leben so führen werde. Aber ich
zu Tina, meiner Frau, damals gesagt, komm, ich mache jetzt einfach mal so einen Kanal. Das war noch die Idee, ist in München geboren, um unsere Auswanderung letztendlich so ein bisschen zu dokumentieren. Aus diesem Kanal hat sich so eine Dynamik entwickelt. Ich wurde angesprochen von, ich werde immer noch angesprochen von vielen Leuten, aber ich habe mich mit ein, zwei, drei Partnern zusammengetan, die einfach von meinen Erfahrungen her mit partizipieren. Und ich bringe sie auch, ich bringe im Moment Deutsche, die interessiert sind, oder Deutschsprachige, das betrifft sich, ich sehe mich nicht so deutsch, ich bin mehr, sehe mich als Kosmopolit, aber der deutschen Sprache mächtig. Ich spreche genauso Englisch wie auch Türkisch, aber ich fühle mich in meiner Heimatsprache oder in der Sprache, die ich mein Leben lang gesprochen habe, am wohlsten. Darum habe ich in erster Linie mit Deutschen zu tun, die hier auf die Insel herkommen möchten. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mir meine Projekte selber aussuchen kann. Ich arbeite für Menschen, die ähnlich veranlagt sind wie auch du und ich, die einfach die Freiheit lieben, die einfach raus wollen aus diesem System. Und wie du es am Anfang sehr richtig erwähnt hast, es geht, du kannst bis zu einem gewissen Grad versuchen, ein System zu verändern. Das kostet dich viel Kraft, raubt dir sehr viel Substanz und du merkst am Ende des Tages, es führt zu nichts. Es macht dich krank, elend, traurig, ohnmächtig. Ich war traurig. Ich war in Deutschland, in meiner Haut habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Und dieses Gefühl ist immer stärker und stärker geworden über die letzten Jahre. Und irgendwann, wie du schon richtig erwähnt hast, musst du dich selbst verändern und dein Umfeld verändern. Und das habe ich hier, ich glaube, ganz gut hinbekommen hier auf Nordzypern. Ich bin hier komplett autark. Ich führe ein Leben auf meinem Grundstück. Ich habe mein eigenes Wasser. Ich habe auch bald meine eigene Solarenergie, die ich auch mit vertreibe. Das ist eine der Projekte, die ich hier mache. Ich arbeite mit einem sehr vertrauenswürdigen Immobilienmakler zusammen, mit dem wir hier Deutschsprachige an Land und Grund kriegen, die sich hier etwas aufbauen wollen. Wir arbeiten denen Pläne aus, wie sie ihre Steuern optimieren können, wie sie in dieses Land kommen, wie sie einfach ein freies und selbstbestimmtes Leben führen können. Das ist mir wichtig und jeder, mit dem ich zu tun habe, der sieht das ähnlich. Und das ist die Freude, die mir eben das macht, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann oder auch für Menschen arbeiten kann. Und wie gesagt, ich habe diese Luxussituation, dass ich mir meine Gäste, meine Projekte aussuchen darf und ich lebe diese Passion. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich die letzten 30 Jahre so glücklich mein Leben leben konnte, wie ich es jetzt gerade tue. Du hast ja Totalausstieg, abmelden aus Deutschland hierher nach Nordzypern. Muss ja nicht jeder Unternehmer, der jetzt zusieht, das auch so machen. Man kann hier eine Oase eröffnen auf Nordzypern und einfach hin und her pendeln, oder? Man kann das so machen, manche müssen das so machen, schon alleine wegen den ganzen Regularien, die es jetzt in Deutschland gibt. Das ist nicht mehr so einfach. Es ist in der Schweiz und in Österreich und in vielen europäischen Ländern nicht minder einfacher geworden in letzter Zeit. Ich habe noch den Absprung zu einer Zeit geschafft. Ich habe mich von allen Leinen lösen können, verstehe allerdings auch, dass es einer heute eben nicht mehr so einfach hat. Und sogar da gibt es Möglichkeiten, um sich hier ein Standbein zu, ein Fuß auf diese Erde zu kriegen. Und das wird über die nächsten Jahre sicher hier nicht einfacher. Mir ist es wichtig, dass diese Insel nicht irgendwann diesen mallorquinischen Charakter kriegt, dass du dann hier auf einmal als Einheimischer dir deine eigene Insel nicht mehr leisten kannst, sondern es sollte sich die Waage halten. Ich kann im Zweifel es nicht verhindern, dass hier jeder auf die Insel kommen kann. Es sind aber doch eine Auswahl, es ist eine spezielle Klientel von Menschen, die hierher kommen, die mehr freiheitsliebender sind, die einfach sagen, wenn raus, dann raus aus dem System. Es gibt Leute, die reisen um die ganze Welt, um mich dann aus Paraguay anzurufen und zu sagen, nee, das ist doch nicht so meins. Dann kommen sie wieder mit einem kurzen Umweg über nach Deutschland, wieder hierher nach Nordzypern. Und die Leute verlieben sich hier auf die Insel. Das ging mir damals so. Und ich habe erwachsene Menschen heulen gesehen, wie kleine Kinder flennen, als sie diese Insel wieder verlassen mussten. Und es hört sich vielleicht ein bisschen pervers an in deinen Ohren, aber ich freue mich über jeden, den ich so weit kriege. Ja, toll, ja. Und
Wir haben ja jemanden kennengelernt, der eben einen Plan hatte nach Paraguay und jetzt wieder hier ist. Mehrere. Und ich bin jetzt auch zum zweiten Mal hier auf der Insel. Und ich muss sagen, jeden Tag lerne ich neue Menschen kennen, die so spannend sind. Unternehmer, die einfach die Freiheit genießen und vorwärts machen wollen, auch finanziell vorwärts, eine hohe Lebensqualität wollen. Und darum sind sie auf Nordzypern. Vor etwa 3 Wochen hat mir jemand auf LinkedIn geschrieben, dass er auch mit dem Gedanken spielt, aber er will in den Süden gehen. Und ich habe dann gefragt, warum gehst du in den Süden und nicht in den Norden? Und dann sagte die Person, weil der Süden in der EU ist. Und ich habe dann zurückgeschrieben, genau deswegen gehe ich in den Norden, weil ich nicht in die EU will. Er hat das dann nicht verstanden. Er fühlte sich viel sicherer in der EU, im Süden der Insel Zypern. Ich habe dann nicht mehr reagiert. Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ja, ich will in den Süden von Zypern, weil da bin ich in der EU? Ja, die haben irgendwie, also die Leute gibt es und die gibt es auch in einer Vielzahl. Mhm. Und die soll es auch in Dreiteufelsnamen geben, weil umso ruhiger haben wir es hier auf diesem Part dieser Insel. Ich bin dann allerdings, ich kenne auch diesen Typus von Menschen. Ich habe den Süden bereist, ich war auf diesen sogenannten deutschen Abenden. Ich gehe nicht gerne mit diesem Wort so rum. Deutsch, das hat irgendwie was Nationalistisches in meinen Ohren. Es treffen sich Deutsch. Ich habe erwachsene Menschen kennengelernt, die seit 8 oder 10 Jahren im Süden leben. Und ich habe denen einfach so erklärt, ja, ich bin einfach mal hier, ich bin auf der Durchreise, ich wollte mal noch den Norden angucken. Erwachsene Menschen fangen das Zittern an und wollten mir was erzählen, dass hier die Leute auf Eseln reiten und die Leute auf der Straße erschossen. Also es ist eine Propaganda, die den Leuten eingetrichtert wird. Und die kommt einfach aus dieser Meinungsblase, die du in der EU einfach hast. Mhm. Und ich bin aber gar nicht so unglücklich darüber, weil ich möchte hier nicht alle haben. Ich möchte die Leute hier haben, die klar im Kopf sind, die wirklich das unterscheiden können. Wieso EU? Es gibt auch gar kein Argument. Ich möchte das auch gar nicht argumentativ unterstreichen. Entweder bist du so clever und kommst selbst auf die Idee, warum die EU nicht dein Ding ist. Hier ist Nordzypern, hier ist nicht EU, hier ist nicht EZB, hier ist nicht WHO. Hier ist das alles nicht, wo Leute davon sich befreien wollen, die einfach wegrennen möchten davon. Und das ist der Punkt. Also definitiv so, liebe Leute, hier ist das Land nicht besetzt, es hat keine Militärkontrollen, es läuft da niemand mit dem Maschinengewehr rum. Das wird so erzählt in der Schweiz, in Deutschland glaube ich auch. Ich habe noch niemanden vom Militär hier gesehen. Du wirst doch niemanden sehen. Das ist zum Beispiel auch so eine Art Legende. Also hier gibt es sogar ein Verbot seit 2 Jahren. Das türkische Militär, hier ist türkisches Militär, ganz sicher. Mhm. Das türkische Militär beschützt diesen Teil dieser Insel vor den griechischen Aggressoren, die es 1974 versucht haben, hier die türkische Minderheit aus diesem Inselteil herauszudrängen. Das kann man heute oder das wird heute vom Völkerbund als besetzt angesehen. Ich würde das eher als befreit bezeichnen wollen. Ich möchte mich aber weitestgehend aus diesem Thema zurückhalten. Ich weiß aber, dass es hier definitiv nicht so ist. Es gibt sogar einen Erlass, die türkische Armee darf hier nicht mal in Militäruniformen auf der Straße rumlaufen. Mhm. Ganz im Gegenteil zum Süden, da sehe ich Hochbewaffnete mit Schutzuniformen und mit MGs auf der Straße laufen. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen. Bei mir führt das zu einer Art Furcht. Mhm. Hier ist alles andere. Ich habe hier das Gefühl, dass ich zum ersten Mal frei bin in meinem Leben. Und diese Freiheit kann ich mir mit keinem Geld der Welt kaufen. Ich habe durchaus Themen. Ich habe auf dem finanziellen Bereich Themen. Immer wenn Banken oder Finanzsysteme herauskriegen, dass ich hier in Nordzypern ansässig bin, habe ich immer wieder Fragen zu beantworten, wie ich mein Geld verdiene, wie ich mein Einkommen hier bestreite. Das hat aber wiederum mit diesem großen Finanzsystem zu tun. Ja. Die Leute wollen mich nicht hier. Die wollen nicht, dass die Menschen frei sind. Sie wollen sie in ihrer Bubble halten. Und jemand, der wirklich drüber nachdenkt, kommt auf die Idee, das stimmt doch was nicht. Eben, ja.